guten Tag. Hallo zusammen zurück bei GTA 5. Hallo, der Interview bei 18 hier. Ja, wir sind eigentlich genau da, wo wir im letzten Teil aufgehört haben, denn das große Ding ist gerockt. Wir sind jetzt mit Franklin hier mitten im Nirgendwo und wir können jetzt natürlich hier zu den beiden fahren. Oh, guck mal hier. Was haben wir denn da? Franklin! Da haben wir eine Mission? Das ist ja ein Ding. Gut, dann fahren wir da gleich mal hin. Nein, warte. Nein, das auch nicht. Moment. Da war's. Was machen die anderen? Das würde mich jetzt mal gerne interessieren. Franklin ist hier. Trevor ist... Okay. Ist in der Nähe von Michael. Was ist mit Michael? Der müsste eigentlich hier ganz in der Nähe sein. Oder auch nicht. You can see why they call it paradise. Ach, guck mal. Das ist ja lustig. Ja, das ist... Was schwimmt da im Wasser? Naja, ob das Paradise ist... ich weiß nicht. Ja, mit ihm haben wir eigentlich nicht wirklich viele Missionen, die wir eigentlich hier machen. Wir haben eigentlich gar nichts, außer das kleine Fragezeichen hier oben. Ja, klein ist gut. Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns mit Franklin auf zu sich nach Hause. Ach, guck mal, der ist ja fast in der Nähe. Ach, guck mal. Hat er sogar behalten. Das ist geil. Helm hat er auch wieder nicht auf. Ach, herrlich. Man hat mir schon in die Kommentare geschrieben, das mit der Überweisung, das wird jetzt ein bisschen dauern. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie lange es dauert. Ansonsten, finde ich, kann man zufrieden sein im Moment. Es geht gut voran. Meine kleine Lücke, die ich hier hatte. Guck mal, der hat sogar eine Waffe. Ups. Na, jetzt stehe ich drauf. Oh. Nee. Jetzt zieht dein Helm auf. Ja, und was ist jetzt das Problem hier gewesen? Wenn du gestohlenen Gegenstand... Ach so. Ja, ach so. Okay, aufgenommen. Der hat ihm jetzt die Knarre abgenommen, oder? Nee, die hat er noch. Da, krasse wieder. Excuse me, I think this is yours. You rock, bro. See, this is what it's about. Community. Ja. Ha, und wieder weg. Oder? Nee, $50 habe ich, glaube ich, behalten, oder? Komm, zieh den Helm auf. Was macht der jetzt? Pinkelt der da in die Ecke, oder was? Oh, nicht schlecht. So, wieder eine gute Tat getan. Wieder einen bösen Jungen bestraft. So, halt, ich muss hier lang. Vorsicht, Hundi. Vorsicht, Gegenverkehr. Ich weiß nicht, wie viele Teile ich heute schaffe. Ich habe heute tatsächlich mal, man glaubt es kaum, ein wenig frei. Und morgen auch frei, Sonntag auch frei. Ja, weil ich jetzt auch 6 Tage am Stück arbeiten gegangen bin. Weiß ich natürlich jetzt nicht. Ich muss jetzt noch gleich Bude putzen. Dann muss ich mich noch um die Wäsche kümmern. Ich bin gerade am Waschen. Ich hoffe, meine Waschmaschine hört man im Hintergrund nicht. Und. Und ja, wie gesagt, da weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie viel Zeit da noch übrig bleibt fürs Spielen. Metroid Prime möchte ich auch fertig machen. Da bin ich jetzt gerade sehr gut dabei, muss ich sagen. Moment, muss ich jetzt hier... Oh. Ja, hier auch schon. Ja, ist klar. Das ist meine Lieblingsmusik. Ja, wie gesagt, den neuen Titel, den ich hier schon hochgeladen habe, oder den ich hochgeladen habe, den haben wir leider noch nicht gehört. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie ihr den findet. Hallo! So, jetzt hier nicht wieder in die Einfahrt rein, sondern in die... Nein! Nee, warte, das war verkehrt. Das war doch die Straße. Ach, ich verdumme mich ja jedes Mal. Jedes Mal bin ich da in die Auffahrt rein. So, dann da gleich links. Hoppala.
erstmal in den Vorgarten. Oh, das sind Straßen hier. Bin mal gespannt. Die letzte Mission, die wir hier bei uns zu Hause aufgenommen haben, war mit Lamar im Sägewerk. Deswegen erinnere ich mich noch relativ gut. So. Helm kannst du auflassen. Genau, erstmal schön auf den Boden schmeißen. Wieder da unten? Nein, diesmal hier hinten. Da. Ah, es hat geklingelt. Ja, ich komme. Ich kann hier gerade nicht rennen. Hey, ja. Slick, it's me. Hä? What the fuck do you want? You got my money, punk? Hey, you got some coconut water or something like that? I need some electrolytes. Damn, it's kind of warm, isn't it? Man, you got a death wish or something. Am I supposed to kill you now? Oh, no, bro. Not me. Aber? No. Oh, yeah. But that's my boy. Yeah, but that's my boy. He has betrayed everyone he's ever known. He's got you involved with the federal government, and he's messed up several business ventures of mine. He has got to go. And you know what? I'd like to say that this isn't personal, but it is personal. But the feds, man. The feds have told me to kill Trevor, and I obviously can't kill them both. The feds. Steve Haynes, Dave Norton. I own shopping malls. I will not employ those two clowns in. And I make one phone call, their careers, they are over. So you're gonna A, listen to some 50 grand a year pension hunter, or B, a billionaire, who even the president lets finger his wife, or C, try and be really stupid and save those two idiot mentors of yours and have everybody in the goddamn state crawling up your ass. A, B, or C, time's ticking, pal. Beep, 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 and your answer is... Man, you know what? Man, fuck you. Genius answer, pal. Total genius, but time is running. You think about it. Me, I got a triathlon coming up, and I am in deep training. Bye-bye. Man, fuck. Was bitte sollen wir machen? Trevor erledigen, Michael erledigen? Wie bitte? Ist das jetzt ein Witz oder was? Michael erledigen, Trevor erledigen? Todeswunsch. Nee, weg. Weg! Ey, habt ihr so nur alle... Was geht denn jetzt hier ab? Ich bring noch nicht meinen Freund Michael um. Und ich würde gern Trevor umbringen. Aber irgendwie ist er jetzt mir... Naja, nicht ans Herz gewachsen. Aber irgendwie gehört er jetzt mit dazu. Und er hat ja auch recht mit dem, was er damals so ein bisschen gesagt hat. Todeswunsch. Keine Ahnung. Franklin? Lester, dog. Man, we need to talk. I got a problem I need your help with. Man, actually, fuck it. Man, we all got a problem you can help us with. Calm down, all right? Come to my house. All right, I'm coming. I'm coming. Oh wei. Oh wei, oh wei, oh wei. Wieso steht denn jetzt mein Auto auch da unten? Das ist komisch. Ja, klar. Und ich habe... Wo ist denn das Haus von dem... Dom. Da ist Barry. Barry Poperi. Da unten, Lester. Na, wollen wir mal gucken. Ach man, ey. Das Motorrad ist zwar schön, aber irgendwie doch kacke vom Bremsen her. Es ist irgendwie kacke. Man könnte es jetzt tunen, aber nein. Dafür gebe ich kein Geld aus. Ich muss ja noch Häuser kaufen. Ja, oh, das war knapp. Why don't you go to the newsroom while I go to the booze room? This is Weasel News. Gold prices spike as US reserves take another hit. Pictures of the inside of your house are now online. Ach Gott, ich sehe sie, die Hütte.
Dann bin ich mal gespannt, wie Lester uns jetzt aus der Scheiße hilft. Da bin ich echt gespannt drauf. Ach, hör mal, im Radio. Wie geil, die reden da im Radio über, oder haben über im Radio über uns geredet. Das ist ja auch cool. Ja, man hat es mir ja gesagt, ja, immer wenn wir die Hauptmission oder eine der Hauptmissionen erledigt haben, kommt im Radio dann halt die Meldung, dass wieder was ganz Furchtbares passiert ist. Uiuiui. Aber wir sind gleich da. Tup, tup, tup. Das ist das falsche Haus. Hoppala, es ist hier drüben. Da, wo das Licht an ist sogar. Okay. Er hat die Tür aufgemacht. Lester, ich bin wieder da. Panic, bro. What the fuck do you think? Man, imagine a fucking scenario that will fuck things up the worst. Boy, my mind is just racing. But you know, I don't want to say something that's really exciting and then you have to act all deflated and say, no, it's just that somebody got the same tattoo I got. So why don't you just go ahead and tell me? Some motherfucker wants me to kill Michael. Some other motherfucker wants me to kill Trevor. I feel I can't kill both of them. Man, I'm fucked, man. I don't know what the fuck to do right now. Well, I can see that. Who are the motherfuckers? Steve Haynes, this angry motherfucker from the FIB. Yeah. Devin Weston, man. You know the, Oh, that angry that, rich fucker from whatever hole he hibernates in. Exactly. All right. I say... Kill Michael, then kill Trevor. Bitte? Man, are you for real? You're fucked, you know? I don't know. You know everything, dawg. I know, okay? But I'm sorry. I guess this is it. You know, I'm doing my best, man. I don't know how you can deal with both of them. I know, man. Shit. We're fucked. Every single one of us is fucked. Unless... Okay, Steve Haynes is under a lot of heat because of the shootings at Court Center. And Devin Weston is A, known to be a major asshole, and B, known to be friendly with Don Percival, who runs Merriweather. I think, actually, Weston owns a piece of Merriweather. Right, 11%. Pretty good for a pseudo-liberal owning a private army. So, they would both love... to be involved in capturing the bullion that we just lifted. If I tell them both that you boys are at the foundry in Marietta Heights melting it down, then maybe both of them will pay you a visit and bam, we turn it into a bust. I ain't got no better ideas. All right, I'm gonna get in touch with Michael and Trevor. You go to the foundry, get yourself set up. I got you. All right. Okay. I got you. Lamar, ich brauche deine Hilfe, Alter. What's up, homie? Man, things are kind of fucked up right now, dawg. It's all good, nigga. Who better to have in a fucked up situation than a fucked up fool like me? Man, that's what the fuck I wanted to hear. Hey, look, I'm coming to your crib to get your ass. I'm here. Hol Lamar bei seinem Haus ab. Muss ich schon wieder Kurier spielen? Ich hoffe jetzt wirklich, dass ihr meine Waschmaschine nicht hört. Erstmal Radio habe ich schon. Das kann jetzt was geben. Aber das ist jetzt... Ist das eine Hauptmission? Ist das eine kleine Minimission? Ich weiß es nicht. Aufgrund der Schwere der Lage würde ich sagen, das ist eine Hauptmission, aber... Irgendwie hat das jetzt noch nicht so den Flair von einer Hauptmission. Naja, schauen wir mal. Wir holen jetzt erstmal unseren Nigger ab. Und dann schauen wir mal. Vorne gleich links... Und jetzt hier rechts. Hoffentlich kommt der jetzt mit hier drauf. Komm nu.
We heading to the foundry place. Zieh den Helm auf. Helmchen! Willst du kein Helmchen aufziehen? Na gut. Hey, look, hear me out, man. If it's too heavy for you, you can back out. No drama. Hit me with it. Man, we got a real problem, dog. My boys, man. Well, we trying to save them. You actually doing something for your homies for a change? Hell yeah, I'm in. Who wanna clap your homies? Who don't, nigga? These Chinese dudes, some FIB cats, the rich white asshole who scammed us on them cars. Devin Weston? That punk bitch? Why didn't you say we was creeping on him? We ain't creeping on him, nigga. At least I don't think he gonna be there. We gotta take all the heat he can throw at us before we worry about how we coming back on his ass. But you is coming back, right? Oh, hell yeah, we creeping on that fool. Oh, so you ain't the mercurial motherfucker you frontin' ass, huh? Man, I'm just trying to make something out of myself, dawg. That don't change who my homies are, nigga. It don't change my family. Shit, nigga, you getting me all emotional now. Nigga might have to stop me from sucking your dick, nigga. Oh, please, nigga, fuck off. Man, every fool in this town got somebody who want to clap. Yeah, but that applies to some fools more than others. I heard that. Nigga, I'm talking about you. Everybody in this town want to take a pop at your ass. Is lining up, camping and shit, trying to take a shot at the big chick. Ain't that the truth? But ain't nobody pissed off as many motherfuckers as Michael and Trevor, dawg. Shit, nigga, you play big, you stand aloof. Yeah, ain't that the truth? Immer interessant, die Unterhaltungen hier. Oh nein, ich hab meine Waffen gar nicht. Ah, oh, kacke, ich hab meine Waffen nicht. Shit! Look, man, Michael and Trevor, they should be inside. Can you stay out here and let us know when the bad dudes is coming? I got it, man. I'll holler at you. Betritt die Gießerei. Oh wei. Ich packe erstmal mein kleines Motorrädchen. Okay, jetzt wird's interessant. Ich habe ja noch meinen Helm auf. Ach man, jetzt habe ich gerade von gesprochen. Okay, da hängt schon mal was. Da blinkt alles. Eieiei, da wird's heiß. Eieiei. Da oben steht wer. Da oben steht wer, da oben steht wer. Das könnte unser großer Showdown für eine Privatarmee werden. Oh Gott, das hört sich nach Michael an. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Hier nicht. Shit. Hier rüber? Hey, wartet mal. Hey, they here? I know them when I see them, homie. They creep. All right, good. Y'all hear that? Now, if we're doing this shit, man, it's either now or never. Come on, Trevor. Fuck it! Over there. All right, where you want me? You hold your position right there. Okay. I'm gonna go over there. Was? Was?